Willkommen zum Satzang. Bevor das jetzt gleich losgeht mit der Stille, ein paar Bemerkungen noch. Ich möchte ganz ausdrücklich den Raum für alle öffnen hier. Also jeder kann gehen, auch und auch wiederkommen. Also es ist nicht begrenzt. Also niemand muss hier sein jetzt. Ja, das war's auch schon. Und ihr könnt auch gerne natürlich hier bleiben und die Karten benutzen. Aber ich benutze die auch. Also. Ich muss auch dran denken, es ist immer nur ein Stimmungsbild, gell? So. Ich bin still ist jetzt.
Marc kann sich auch gerne hier vorne hinsetzen. Könnte aber auch einfach so irgendwas sagen oder Fragen stellen. Ich fand das hier jetzt einen ganz schönen Raum und würde gerne von dir hören, was du empfindest, während du uns anschaust oder was in dir passiert. Unbeschreiblich. Das Herz schlägt manchmal so bom, 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 bom. Leer, 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 leere, ganz viel Leere. Da ist jetzt nichts, was irgendwas steuert, das ist... Und Liebe, Herz, ich fühle viel. Aufmerksamkeit ist mehr hier bei mir so, hier. Sexualität für dich selber geforscht? War ich das noch richtig? Ich glaube zu wissen, dass du das irgendwann mal geschrieben hast und auch einen Satz darüber gegeben hast, oder erinnere ich mich falsch? Also in Satzangst habe ich, glaube ich, bisher noch nicht so thematisiert. Also, es kann sein, dass ich Videos gemacht habe. In über Sex? Nein. Ich habe das erzählt so ein bisschen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also, ich habe das auch jetzt nicht so bei mir so erlebt, dass ich jetzt genau verstanden hätte, was, um was es hier geht. Ich kann mich nur erinnern, dass es, oder, also, dass du die Thema Sexualität und Beziehung in einem Kontext genannt hast, dass es für dich einfach bedeutungsvoll war zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Prozess. Ja, wenn du dich nicht mehr... Kann ich mich erinnern momentan. Ich habe so einige Videos gemacht und einige Livestream-Satzangs und irgendwo mag das passiert sein. Ist das eine Frage? Ja, ja, also, meine Frage ist, ja, was du da erlebst auf dem Gebiet. Es muss ja jetzt nicht in intime Details, ja, sondern was du in deiner Wahrhaftigkeit erlebst auf diesem Aspekt, in diesem Aspekt. Ja. Sexualität und Beziehung. Ich erlebe eine gewisse Bindungsunfähigkeit, also ich kann mich nicht mehr so total einlassen, weil da ist irgendwie nichts, was ich einlassen könnte, so wirklich einlassen könnte. Es passieren aber Beziehungen, also ohne dass es so ein Beziehen gibt, so habe ich das immer empfunden. Also, nach außen sieht das aus wie eine Beziehung, aber es ist nicht so ein richtiges Beziehen von meiner Seite aus. Es ist einfach so ein Fließen, da kommen dann Menschen, mit denen das passiert. Frauen überwiegend, also eigentlich nur Frauen. Ja, man weiß ja nie, ne? Aber ich werde sich aber nicht freuen, wenn du so über sie redest. So, da kam mal so eine, ja, und die kam und dann ging das wieder und dann kam die nächste. Das ist aber nicht sehr romantisch. Ja, also es ist, es passiert dann schon viel Liebe einfach so. Die taucht auf und wird auch gelebt. Da eine Zeit lang und wie lange kann ich nie sagen und das kann man ja auch nicht sagen. Also ich kann das nicht sagen. Ja, und
Sexualität macht Spaß. Also ich finde das richtig klasse. Also. Ja, ich lebe das gern aus. Ja, danke. Du hast am Freitag von deiner Entleuchtung gesprochen. Kannst du da noch was zu sagen? Ja. Ich war so kurz mal Ja, in letzter Zeit sind sehr viel intensive innere Prozesse abgelaufen bei mir und ich merke so eine Tendenz, dass ich diese ganzen, dass ich eigentlich Erwachen, Erleuchtung hat, dieses Thema jetzt im Kopf, also nicht in der Erfahrung, sondern im Kopf, wenn ich darüber reflektiert habe, dann hat das manchmal richtig Verbrechen ausgelöst, so innerlich. Also da habe ich so das Gefühl, ich kann das Thema nicht mehr hören. Also wirklich, jetzt sitze ich hier und gebe Satz an, also es ist wirklich... Ja, also so thematisch aber, ne? Und also ich manchmal so wirklich das Gefühl, ich will auch einfach nur ganz normal leben, ja? Und Erwachen und Erleuchtung, was ist das überhaupt? Und vielleicht sollte ich zu viel drüber nachdenken. Passiert. Nachdenken passiert. Ja, soll, du sagst soll. Nachdenken passiert, dann passiert es, dass einem zu viel wird mit dem Nachdenken. Ja, zum Beispiel, kann auch passieren, ja. Aber kann auch passieren, dass es einfach weiterläuft. Von alles in Leichtigkeiten, die wir vorgenommen haben. Ah, er hatte jetzt eine Frage gestellt. Ja, die Entleuchtung ist einfach nur, ich spiele rum mit solchen Begriffen auch. Also ich habe, das war für mich so ein nicht ganz ernstzunehmender, ich hatte meine Erleuchtung auf Facebook letztes Jahr erklärt und da blieb mir jetzt nichts anderes mehr als die Entleuchtung über. Also und ja, und das ist für mich auch so ein, ich schließe mit dem Thema so ab, so ein bisschen, für mich so. Also ich sind haufenweise, ja, nennen wir sie mal grob, spirituelle Erfahrungen passiert in meinem Leben. Wirklich sehr, sehr viele Sachen, verschiedene Sachen. Und es ist so ein Ankommen an dem Punkt, wo nichts passiert, also wo nichts, also wo das alles überhaupt keine Rolle spielt, diese ganzen Erfahrungen. Also das ist so wie so ein Gewitter manchmal, aber ich merke für mich, dass es darum nicht mehr geht, Erfahrungen zu machen, dieser Art. Obwohl da immer noch, ich muss ehrlich sein, also es ist immer noch Sehnsucht auch nach sowas da, immer wieder, nach sich verlieren, nach ekstatischer Selbstauflösung und dann passiert auch mal wieder sowas in der Richtung. Aber das verliert für mich seine Bedeutungslosigkeit. Verliert seine Bedeutung für mich. Was ist an der Stelle? Wie würdest du es beschreiben? Also wenn man es in Worten, du hast es ja schon angedeutet, wie Stille, Denken. Da ist einfach letztlich Leere, eine ganz tiefe Leere. Einfach das, was ist. Und alles, was darin erscheint. Und das wird dann manchmal vom Denken getrennt, aber manchmal auch nicht. Also das ist so wie es halt ist. Manchmal ist Denken, was dann erscheint und dann gibt es eine scheinbare Trennung von allem und kann auch total polar sich anfühlen. Also hier bin ich und da ist die Welt, so in manchen Momenten. Und das ist aber alles für mich, was hat ja das gehört alles Qualität dazu. Qualität als früher. Ja, es ist viel passiert über die Jahre. Also ich bin 1988 initiiert worden durch einen indischen Guru. Und seitdem läuft da so ein Ding ab, also eine Automatik ab. Also man könnte auch sagen, ich habe manchmal gesagt, so, mir wird der Prozess gemacht. Also das ist wirklich so, das läuft und läuft und läuft. Und ob ich sage irgendwie, ich interessiere mich dafür nicht mehr oder so, das interessiert niemanden. Also das läuft einfach weiter, dieses ganze Ding. Ich werde durch den Wolf gedreht und das hört nie auf. So, das ist so das Feeling manchmal. So, ja. Und das ist aber letztlich klasse. Also das ist wahnsinnig geil. Also, aber manchmal ist es auch ganz schrecklich. Ja. Irgendwann ist man durchleuchtet. Dann war es halt durchgeknallt. Ja. Was hat der Guru gemacht? Der ist ein Traum erschienen, in einem Traum, ich habe von dem geträumt. Also das war nicht mehr als ein Traum, das war wirklich so eine Begegnung im Traum. In einem kleinen Einkaufsladen, in dem ich als Kind immer war.
Und ich bin auf den dann zugeschwebt. Ich ging dann zur Kasse, wie ich das als Kind immer gemacht hatte. Und da war so ein Regal von Zeitschriftenregal, wo ich immer Fix und Foxy Heft und so gekauft habe. Und da bin ich dann, plötzlich stand er da in diesem Regal in seiner orangen Kutte und also Satya Lababa mit seiner riesengroßen Haarpracht und ich habe den gesehen und Augenkontakt und also es war keine Möglichkeit mehr, die Augen abzuwenden und ich glitt, ich schwebte förmlich auf ihn zu und dann hob er so die Hand so und in dem Moment war ich Gott. Das, da gab es nur noch Gott. Das, also dieses, das war ich als Gott, als Universum, als Explosion, als wie in so ein Urknall. Kann ich das nur beschreiben. Es ist auch schwer zu erinnern. Es ist weil es gerade das andere ist, was wir so normal nicht erfahren. Es ist gerade so ein totales Raus aus allem. Aus allem. Und es ist so unglaublich wahrhaftig und so unglaublich wahr, dass man es so mit dem denkenden Verstand, man kann es nicht fassen hier oben. Also es ist unglaublich schwer, überhaupt in Worte zu fassen. Und dann kam plötzlich, Gedanken kamen plötzlich. Und die Gedanken sagten, wir sind zwei. Also ich sehe das jetzt auf einmal und beides kann nicht weitergehen. Also und wenn das weitergeht, dann muss ich sterben. Und dann hört es langsam auf. Und ich blieb zurück und hatte das Gefühl, ich habe es vermasselt. Und dann fing der eigentliche Weg erst an. Weil mir war damals sofort klar, dass das keine Erleuchtung war, sondern dass das einfach nur ein Hinweis war, ein sich Offenbaren der wahren Natur. Allenseits letztlich. Und ich wusste es, ich hatte falsche Vorstellungen im Kopf damals. Ich hatte das Gefühl, es verloren zu haben oder vermasselt zu haben. Und dann machte ich mich wie bekloppt auf die Suche danach. Ja, und irgendwas sucht immer noch. Also das geht immer weiter. Und hast du vorher Kontakt zu seinem Barber? Also, ja, ich habe Bilder gesehen. Also ich habe jemanden kennengelernt, der da in Indien war, direkt im Ashram. Und der hat Bilder mitgebracht. Und ich habe den also ein paar Tage vorher, vor diesem Traum kennengelernt. Hab mit dem dann Tee getrunken und der hat mir das Gayatri-Mantra vorrezitiert und das war einfach so, das war nicht so, dass der mich missionieren wollte. Das hat einfach nur erzählt und meinte dann, ich hab so ein Mantra gehört, das finde ich total schön und wenn du willst, kann ich das mal vorrezitieren. Und ich gleich gesagt, ja klar, los. Ne? Und dann hat er das rezitiert und das war wunderschön und ohne dass ich das überhaupt, es war keine bewusste Initiation, also es war mir gar nicht klar, dass das eine Institution war. Hinterher, viele Jahre später ist mir das jetzt klar geworden, was da überhaupt passiert ist. Und ja, jetzt bin ich hier. Wenn du das nicht Erleuchtung nennst, dieses Erlebnis, sondern das nennst du Initiation, würdest du es nennen? Ja. Okay. Weil für mich ist Erleuchtung alles. Also wenn ich es jetzt konzeptuell irgendwie ausdrücken müsste, was ich nicht mehr gerne tue eigentlich, dann würde ich sagen, Erleuchtung ist absolut alles. Jeder Zustand, jeder Gedanke, jedes Ego-Feeling, jede Identifikation, die da ist, alles ist Erleuchtung. Komplett alles. Ohne jede Ausnahme. Problem ist, wenn man das nur denkt, dieses Ding so, das sinkt tiefer, also man kann im Denken anfangen, sowas, und es sinkt dann tiefer. Es transzendiert so, das sinkt tiefer. Und wenn das hier so ankommt, immer mehr, dann wird es wahrhaftig plötzlich. Ich finde es halt sehr entspannend, dass nichts mehr abgewehrt wird, dass nicht mehr aussortiert wird. Das ist erleuchtet das nicht. Und das macht eine körperliche Entspannung, auch eine mentale Entspannung, eine körperliche Entspannung. Und aus
aus dieser Entspannung raus hört das Abwehren auf. Wenn ich jetzt ein Lebenstraumphänomen habe, was mir nicht gefällt, dann kann ich so entspannt bleiben, weil ich ja nicht die Vorstellung habe, das dürfte nicht sein. Das entspannt mich halt so. Aber Abwehren kann auch passieren. Also ja, das ist entspannt. Für mich. Und vorher war es echt ein anstrengender Versuch, mal die Dinge auseinanderzusortieren. Und jetzt ist es ein entspannter Versuch, meinen Weg hindurch zu navigieren. Ja, ich merke auch, dass dieses ganze Quatschen vor und nach der Erleuchtung gerade, also wenn man so auf dem Weg ist, ziemlich hinderlich sein kann. Und mich berührt jetzt wirklich mehr, wenn ich dann so höre, wie jemand trotzdem mit den täglichen Herausforderungen oder mit Problemen und Wänden, von denen man eben trotzdem steht, also wie man damit umgeht und wie man das dann ins große Ganze integriert. Da wollte ich dich jetzt speziell mal fragen, weil du auch gesagt hast, du hast mit Schlaflosigkeit viel zu tun gehabt. Und immer noch. Gerade die letzten zwei Nächte ziemlich wenig geschlafen. Aber genau. Geht trotzdem. Also hatte auch vor, Musik abzuspielen, hat nicht stattgefunden. Also das ist so. Ja. Und das ist halt eins meiner Hauptprobleme auch schon viele Jahre. Und ich habe halt viele Entspannungstechniken und alle möglichen geführten Meditationen. Also ich lieg dann nächtelang wach und wach nicht, aber man kann das ja dann auch irgendwo für die Hingabe, oder? Also es ist so schwierig, so dieses, ich muss morgen den Tag überleben, dann nehme ich eben doch eine Tablette oder so, ich muss morgen funktionieren, oder ich gebe mich dem jetzt total hin und liefere meinen Körper Gott aus und was du mir vorhattest. Also kannst du da noch mal was drüber sagen? Ob da bei dir auch noch so ein innerer Widerstand oder Kampf stattfindet? Absolut, absolut. Also das sind Totalkämpfe und Widerstände und alles Mögliche. Also ja, ist nichts ausgeschlossen. Aber irgendwie ist das immer so alles aufgehoben. In etwas, in mir selbst. Also in der Tiefe meines Seins ist das alles aufgehoben. Also alles darf da sein. So. Und manchmal verliere ich, es geht scheinbar ein bisschen verloren in den Brandungen, sag ich mal, den Stürmen des Lebens so. Aber jederzeit. Also passiert ein Zurücksinken dann in das. Es passiert dann, wenn es genug ist, also wenn genug Trouble, dann geht es raus und fertig. So, ne? Es passiert einfach, das kann ich auch nicht machen. Also das ist so, involvieren soll dann auch sein irgendwie, warum, weiß ich nicht. Passiert involvieren und boah, Wahnsinn, ja. Alles kann passieren dann. Und dann geht es wieder raus aus der Verwicklung. So. Und dann habe ich mal, was denke ich denn so, Hilfe, irgendwas? So, was war das denn? So ist irgendwas, ne? Also huch, ne? Was war das? So, also so erlebe ich es halt jetzt. Und ja, jetzt für dich vielleicht also, das einfach so geschehen zu, du dachtest Hingabe, ne? Einfach geschehen lassen, ja. Das hilft mir auch immer sehr. Wenn so ganz doll Verwicklung ist, dann zeige ich es Gott. Oder ich bete einfach. Kommt Gebet, Stoßgebet, hilf mir, Gott. Ja, also wirklich, passiert alles. Einfach fließen lassen, ja, hingeben. Und es ist alles aufgehoben, ja, es ist alles in der, die Liebe ist real, Gott ist real, absolut real.
Du hast gefragt, was ich unter Gott verstehe. Ja, das ist ja so ein großer Begriff, wo jeder was anderes unter versteht. Verstehen ist schwierig dabei. Also, ich beginne zu erleben, dass alles Gott ist. Ich sage es ganz bescheiden. Ich beginne zu erleben, dass alles Gott ist. Alles, alles, alles. Und verstehen ist dann nur noch ein verbaler Ausdruck von der Erfahrung, die keine ist. Wenn ich ins Denken mehr gehe, dann würde ich sagen, es gibt nichts, was nicht Gott ist. Also es gibt nichts außer Gott. Es gibt nur Gott, sage ich noch lieber, weil es weniger Worte sind. Es gibt nur Gott. Für mich war das eben Gott, als du dich zugewandt hast. Gott ist mein Mitgefühl sehr stark aktiviert worden. Das war für mich ein Ausdruck. Liebe ist Gott ist Liebe, hat mein Meister mal gesagt. Allumfassende Liebe. Und manchmal darf ich auch ein bisschen davon fühlen. Ja. Schön, ne? Ja, das ist, boah, da fliegt man in die Ecke. Also, das ist, ja, wenn Gott alles ist, dann ist Gott auch Gewalt und Tod und alles. Ja, absolut. Das ist nicht nur der liebe Gott. Nein, die allumfassende Liebe umfasst auch das, absolut. Ich habe letzte Woche einen Film gesehen. Die IS besetzt Timbuktu, diesen schönen Film Timbuktu, egal. Und jedenfalls war dieses Thema IS, ne, was ja immer auch in den Medien ist und so. Und ich merke, das macht alles Mögliche mit mir. Und die ganze Nacht und am Morgen war ich damit ziemlich im Frieden, weil ich gemerkt habe, ja, das ist auch ein Ausdruck von mir. Also was da alles geschieht. Ne? Hm. Und so ein Ahnen, was das alles ist. Und dann merkte ich, wow, ja. Mhm. Ich kann es nicht erklären jetzt, aber dann merkte ich, ja, ich komme damit in Frieden. Also viel mehr, als ich es vorher war mit diesen ganzen Themen. Als Beispiel. Weil du in Liebe das irgendwie. Ja, weil ich auch gespürt habe, was da von mir da drin ist. Genau, genau. Ja. Oder wie das in mir, die Angst, der Schrecken, was da alles ist. Ne? Es passiert viel mit Spiegelung. Satya Nadin hat mal gesagt, alles ist Rauch und Spiegelung. Rauch und Spiegelung. Rauch. Rauch und Spiegel, Spiegelung, ja. Rauch? Rauch, ja. Rauch. Vernebelung des Spiegels. Ach so, okay. Rauch. Das sieht man nicht mehr gut dann. Ja. Okay. Ich sehe es inzwischen so, dass es, also das ist meine Sichtweise inzwischen so, dass es im Universum, sage ich mal, zwei gravierende oder elementare Kräfte gibt. So auf der einen Seite für mich die Liebe, das ist die Verbindungskraft, die alles verbindet, und dann gibt es gleichzeitig auch die Zerstörung. Ja, und das findet in allem statt, permanent.
jedem Atom, in jeder Zelle, im Universum, die Planeten, ständig entstehen neue Sterne, verglühen, ja, und dieses ständige Werden und Vergehen und dieser, das Wechselspiel zwischen Liebe und Zerstörung. Darf ich gerade noch was dazu sagen, was vorhin gesagt wurde, wenn sie jetzt merkt, wenn du merkst, dass es in dir ist, ne, und dann in Frieden kommst, also für mich ist das immer die Frage, kann ich es in mir annehmen, kann ich diese Liebe für das, was in mir so IS-artig ist, empfinden, ne? Das ist das, also weil ich es ja in mir habe. Und Anzi hat gestern diese roten und grünen Karten gezeigt, die du ja da auch hast, ne? Kann ich beides lieben. Akzeptieren. Weiter atmen, während es passiert. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Bitte. 6 Minuten. Aha. Dann würde ich gerne, dann würde ich gerne noch die letzte Minute in Stille verbringen mit euch.